Grüezi. Das ist der automatische Anrufbeantworter von mir, von Beat Schlatter. Ich habe den Augenblick nicht daheim, ich bin unterwegs an einem Telefit. Wenn Sie mir aber etwas aus Bänden schwätzen, können Sie noch einmal mit und ausreden. Allerdings, wenn es eine Anfrage ist für einen Benefit, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe das Jahr schon genug Benefits gemacht. Und wenn es eine Anfrage ist für das nächste Jahr, für einen Benefit, da habe ich auch schon genug Anfragen. Aber wenn Sie mir etwas anderes sagen wollen, können Sie ungeniert auflegen und wer weiß, vielleicht tue ich Ihnen ja dann schon gleich zurück anrufen. Vielleicht. Alles Gute und auf Wiederhören. Hoi Beat, vielleicht, vielleicht nicht. Grüezi, Beat, hoi Beat. Wir wollen da sagen, wir finden dich sehr gut. Und ja. Bin ich wohl verwirrt. Auf jeden Fall haben wir noch wollen mit Ihnen, mit dir telefonieren und. Ja, schon jetzt, jetzt bin ich sprachlos. Du siehst, das ist mega hin und her. Sag du, etwas dir gibt. Ich finde es sich gut. Und ich kann ja gar nichts sagen. Ich kann gar nichts sagen. Ich würde mich endlich gerne wieder. Genau. Genau. Das ist ein geiles Ding. Und wir wollen mal Hallo sagen und ja. Schönen Abend, gute Nacht und tschüss. Ciao, Bea. Und, ja. Ich habe immer. Das ist es voll gewesen. Gute Nacht. Grüezi, Herr Schlatter. Da ist drin Rico Ecke mit der Telefonnummer 044-42-15. Ich rufe da an. Weil ich hätte eine Idee, um ihre schauspielerische Qualitäten noch ein bisschen in die Höhe zu bringen. Meine Frau sagt selber, los, du alter Deckel, verdient wieder was in Stütze. Und da ich sehr kreativ bin und im Theater tätig als Schriftsteller, habe ich ein paar Ideen, wie man könnte, also eine Show überziehen. Ich gebe Ihnen mal ein Müsli, oder? Wir reden doch immer, du, immer sie, oder? Auch bei den Lieben und so. Sobald man Toten abläuft, geht man zum Du. Hello, Mr. Beat Schlatter, this is Mohan, your dealer from Hong Kong. I wanted to touch base with you and see if all is going well and if you need anything on the strip. Kindly give me a call at 079-9160. Thank you and have a great evening. Limburg, Grüezi, Herr Schlatter. Ich habe Ihren Werbespot gesehen vor der Weihnacht mit dem Geschenke, wo da eine Frau in einem Fuß gerade ins Gesicht schlägt. Das ist schön von der Weihnacht. Es ist vor allem schön, dass es gerade zu einer Zeit kommt, wo man sich über Gewalt unter Jugendlichen aufhaltet und dem will beikommen. Und das wird jetzt da eigentlich in dem Spot so als Gag angestellt. Sie sinken nach dem Schlag runter, andere fliegen bewusstlos rückwärts zurück und stehen mit dem Kopf einer da. Resultat ist vielleicht Aufwachen im Spital, nach einer Bewusstlosigkeit mit Kopf in der Rasszeit, sie haben eine schwere Hirnerschütterung, sie haben sich dort drehen, den Kopf in. Aber es war ja nur ein Gag. Ist das wirklich ein Gag, Herr Schlatter? Ist das wirklich sinnvoll? Könnte man da nicht auch als Selbstbegehrsfotomodell, wie Sie gerne gesagt haben, sagen, habe ich nicht nötig, da mache ich nicht mit. Das würde ich eigentlich erwarten. Oder kann man für Geld wirklich alles haben? Hallo Beat, hier ist der George. Vom Cabaret in Calypso, der DJ. Ich wollte dich wieder mal fragen, wann du wieder einen Bierensäcken haben willst aus der Innerschweiz. Ich bin am Montag wieder hier in Zürich. Montag ab 18 Uhr in Calypso. Also wenn du einen Bierensäcken haben willst, kannst du mich ja zurückrufen. Okay, tschüss. Ja, heute hat Schlatter, da ist der Röbi Peter. Du
machst du einer. Die Olympiade ist vorbei, da sind alle dort froh, da kommen wieder zur Reihe. Sie sind sehr sympathisch, muss ich mal sagen. Sie machen viel Freude und ich finde das auch zusätzlich besonders positiv, dass man da einfach ganz schnell 818 einstellen und normale Telefonnummer bekommt vom Herrn Schlatter beantworten und man kann draufreden und so. Gut, es ist immer das Risiko, dass da irgendwelche Penner anrufen, die dann ins Negative hineingehen. Das stört einem dann auch, aber irgendwo haben sie da vermutlich noch keine schlechte Erfahrung gemacht, aber ich finde das sehr sympathisch, dass man normal anrufen kann und auf den Beantworter reden. Ja, grüß Monika. Nein, das ist der Peter Lindesberg. Bitte zum Abschluss kommen.